U. B. Celius, Die Wunderrose, gelesen von Jasmin Staab. Ein Kaufmann, welcher in Madrid ein großes Geschäft besaß, lebte dort mit seinen 3 Töchtern. Die Mädchen hatten die Mutter früh verloren, und der Vater wollte ihnen nun diesen Verlust durch doppelte Liebe ersetzen. Und so kam es, dass er aus Zärtlichkeit ihre Fehler übersah. Alle 3 waren sehr schön, aber die beiden Ältesten, Manuela und Angela, waren hochmütig und eitel, dabei träge und herrschsüchtig. Und die Dienerinnen, die der reiche Vater ihnen hielt, hatten es sehr schwer bei ihnen. Solange sie noch klein waren und der Vater Lehrer für sie annahm, hatten sie auch nicht lernen wollen, weil sie meinten, wer reich sei, brauche nichts zu wissen. Und so hatten sie nur das gelernt, was ihnen Vergnügen machte. Ein wenig Gitarre spielen und dazu singen, zeichnen und sticken, besonders aber liebten sie es, sich zu putzen und dann im Spiegel zu bewundern. Weite, sagten sie, brauche ein reiches Mädchen nichts zu können. Ganz anders war es mit Isabella, ihrer jüngsten Schwester. Ebenso schön war sie dabei bescheiden und sanft und hatte stets sehr fleißig gelernt. Auch hatte sie es abgelehnt, als der Vater ihr eine Dienerin halten wollte, und kleidete sich nicht nur selbst an und viel einfacher als ihre Schwestern, sondern half auch noch, deren Sachen in Ordnung zu halten. Außerdem nähte und arbeitete sie fortwährend für arme Kinder, die sich um sie sammelten, wo sie sich nur blicken ließ. Immer freundlich und heiter war sie der Liebling all derer, die mit den 3 Schwestern zusammenkamen, was Manuela und Angela nicht wenig verdross. Sie nannten Bella eine Heuchlerin, die sich nur so bescheiden stelle, um ihnen die Liebe aller Bekannten und auch die des Vaters zu entziehen und sich zuzuwenden. Wenn nun diese ungerechten Vorwürfe der Schwestern der armen Bella auch sehr wehtaten, so blieb sie doch immer gleich freundlich und gefällig gegen sie und beklagte sich nie beim Vater über die Härte und Unfreundlichkeit der Schwestern, sondern hoffte durch Liebe und Geduld, deren Abneigung zu überwinden. Sie war ganz das Ebenbild ihrer verstorbenen Mutter, und deshalb hatte sie der Vater auch in seinem Herzen noch ganz besonders lieb, wenn er auch nach außen hin keinen Unterschied zwischen den Töchtern machte. Ja, weil Bella nicht zu bewegen war, ebenso kostbare Stoffe und so viel Putz wie ihre Schwestern zu tragen, übergab er lieber jeder seiner Töchter monatlich die gleiche Summe Geldes. Und während Manuela und Angela selten damit auskamen, verwendete Bella, ihrem guten Herzen folgend, den größten Teil ihres Geldes zur Unterstützung der Armen. Wie in jedem Jahr, so rüstete sich zu Ende des Sommers der Vater wieder zu einer Reise nach Indien. Er hatte ein großes eigenes Schiff, auf welchem er dann süße Weine und Früchte mitnahm und dieselben dort gegen Perlen, Edelsteine und kostbare seidene Gewänder eintauschte. Indem er von seinen Töchtern Abschied nahm, forderte er sie auf, ihre Wünsche auszusprechen, was er ihnen mitbringen sollte. Manuela, die gerade wieder mit ihrer Dienerin sehr unzufrieden war, verlangte, der Vater sollte ihr eine Sklavin mitbringen. Angela forderte ein Perlenhalsband und ein seidenes Gewand. »Und meine Bella?« fragte der Vater diese, indem er zärtlich mit der Hand über ihr goldblondes Haar strich. »Was wünscht sich meine jüngste Tochter?« »Du guter Vater«, sagte Bella bescheiden, »versiehst uns ja so überreich mit allem, was wir brauchen, dass uns nichts fehlt. Willst du mir aber doch gern eine Freude machen, so bringe mir eine recht schöne rote Rose mit. Du weißt ja, wie sehr ich die Blumen liebe.« »Diese Unverschämtheit«, fuhr Manuela auf, »damit will sie wieder unsere Wünsche tadeln und sich als besser hinstellen, wie wir sind.« »Und wie dumm dabei«, spottete Angela. Da soll der Vater eine frische Rose von Indien bis hierher bringen können, ohne dass sie verwelkt?« »Lasst mir das Kind in Ruhe«, sprach der Vater fast zornig, als er Tränen in Bellas Augen sah, bei den lieblosen Worten ihrer Schwestern. »Weine nicht, mein Liebling, du sollst deine Rose haben, die ich ja nur in ein Gefäß mit Erde pflanzen darf, um sie frisch zu erhalten.« Nachdem er dann noch seine beiden ältesten Töchter ermahnt hatte, gut und freundlich gegen ihre jüngste Schwester zu sein, fuhr der Vater ab. Jetzt begann eine schwere Zeit für Bella. Die Schwestern schalten, verhöhnten und quälten sie, wo sie nur konnten. Als das arme Kind aber immer gleich geduldig und sanft blieb und freundlich alles tat, was sie von ihr forderten, da wurde es ihnen zuletzt langweilig, und sie ließen sie in Ruhe. Manuela freute sich schon auf die Sklavin, mit der sie dann ganz anders würde umgehen dürfen, als mit ihrer jetzigen Dienerin. Angela dachte nur immer daran, wie schön ihr das Perlenhalsband stehen würde, und quälte sich schon mit dem Gedanken, wie sie den Seidenstoff am modischsten könnte zurechtmachen lassen. Währenddessen ging Bella still ihren Beschäftigungen nach. Und wenn sie täglich an den lieben Vater und an seine Rückkehr dachte, so freute sie sich dabei auf ihn selbst und auf seine Liebe. Der Vater hatte inzwischen bei günstigem Wind das Ziel seiner Reise erreicht. Der Tauschhandel mit seinen alten, bekannten Geschäftsfreunden war bald abgeschlossen. Er hatte auch schon eine junge Sklavin für Manuela gekauft. Angelas Perlenhalsband und Seidenstoff lagen in seiner Truhe. Nur Bellas Rose fehlte noch. Er hatte damit absichtlich bis zuletzt gewartet, hatte auch noch keine gesehen, die ihm schön genug erschien für seine Lieblingstochter. Am Vorabend seiner Abreise ging er noch am Strand entlang, der mit Palmenwäldern bewachsen war. Da kam er an ein goldenes Gitter, das einen herrlichen Garten umschloss. Das Tor des Gitters war weit offen, deshalb trat er ein und stand wie geblendet von der Pracht, die seine Augen schauten. Schöne Blumenbeete wechselten mit Baumgruppen, aber außerdem, dass die Farben der Blumen wunderbar leuchteten, so schimmerte in dem Kelch einer jeden ein Edelstein, und die meisten von ihnen hatten goldene oder silberne Staubfäden. Die Stämme der Bäume waren von duftendem Zedern und Rosenholz, die Blätter durchsichtig wie Kristall, und herrliche, reife Früchte hingen einladend an den Zweigen der Bäume. Die Wege zwischen den Blumenbeeten und den Baumgruppen waren mit Goldsand und Diamantenstaub bedeckt. Ein würziger Duft erfüllte die ganze Luft, und wenn der Abendwind die Blätter bewegte, so ertönte eine liebliche, sanfte Musik. Ganz erstaunt ging der Kaufmann in diesem Wundergarten umher und war begierig zu erfahren, wem derselbe gehöre. Da kam er an einen Rosenbusch, dessen rote Blumen im Abendsonnenstrahl glühten wie flüssiges Feuer. Auch sie hatten goldene Staubfäden, und ein Diamant funkelte in dem Kelch einer jeden von ihnen. »Solch eine Rose möchte ich für meine Bella mitnehmen«, dachte der Kaufmann und streckte die Hand gegen den Rosenbusch aus. Aber wie erschrak er, als aus jeder der Rosen eine spitze silberne Lanze sich ihm entgegenstreckte. Indem er die Hand zurückzog, hörte er ein seltsames Geräusch, das sich ihm mehr und mehr näherte, und mit Entsetzen sah er ein furchtbares Ungeheuer auf sich zukommen. Wohl so groß wie ein Elefant, hatte es einen Froschleib und Froschkopf. Dabei ging es auf den kürzeren Hinterfüßen aufrecht. Die vorderen Froschfüße, unter denen es große weiße Schwimmhäute wie Segel hatte, immer auf und nieder bewegend, was einen eisig kalten Wind hervorbrachte. Der Leib des Tieres endete in einen Fischschwanz mit goldschillernden Schuppen, die äußerste Spitze des Schwanzes aber, die aufwärts gebogen war, trug eine Klapper, mit der es beständig klapperte. Dem erschrockenen Kaufmann vergingen fast die Sinne, als dieses Ungetüm auf ihn zukam und mit einer Stimme, die wie Sturmesbrausen klang, ihm zurief: »Wer wagt es, mein Reich zu betreten und mich meiner liebsten Blumen berauben zu wollen?« Bei diesen zürnenden Worten des Ungeheuers fing in den Bäumen des Gartens anstatt der lieblichen Musik ein klägliches Stöhnen und Ächzen an. Aber schlimmer noch war der eisige Hauch, der aus dem großen Froschmaul des Tieres kam und alle Glieder des Kaufmanns erstarren machte. Dennoch versuchte er es, seine vor Kälte steifen Hände bittend zu dem Ungeheuer zu erheben, indem er mit matter Stimme sprach: »Mächtiger Beherrscher dieses Gartens, habe Erbarmen mit mir, schwachem Menschen. Aber da das Gittertor weit offen stand, so hielt ich es für erlaubt, einzutreten. Und dass ich meine Hand nach der Rose ausstreckte, geschah aus Liebe zu meiner jüngsten Tochter, die mich gebeten hatte, ihr eine recht schöne Rose mitzubringen.« Das Tier aber sprach mit strengem Ton: »Wer bist du? Erzähle mir von deiner Tochter.« Da fasste sich der Kaufmann ein Herz und erzählte von seiner Heimat und von seinen 3 Töchtern und ganz besonders von Bella und von ihrer Liebe zu ihm und wie er deshalb auch mit seinem ganzen Herzen an ihr hinge und ihr so gern die schöne Rose hätte mitbringen wollen. Da entströmte dem Mund des Tieres ein milderer Hauch, und mit einem tiefen Stöhnen sprach es: »Wo gibt es wohl solche Kindesliebe, die sich selbst für ihren Vater opfern würde? Aber lass sehen, ob die Liebe deiner Tochter die Probe besteht, zu deinem und auch zu meinem Heil. Du bist, weil du die Hand nach meinem Eigentum ausgestreckt hast, dem Tode verfallen. Aber ich will dir erlauben, zurückzukehren und deine jüngste Tochter zu fragen, ob sie dich auslösen und auf 3 Jahre hierher kommen und bei mir ausharren will. Geht sie auf die Bedingung ein, so ist dein Leben gerettet. Doch soll sie sich vorher wohl bedenken, denn wenn es ihr innerhalb der 3 Jahre leid wird und sie tut nicht mehr nach meinem Gebot, so müsst ihr beide sterben. Denke nicht, wenn ich dich jetzt ziehen lasse, du könntest mir entfliehen, denn meine Diener werden dich unsichtbar begleiten und dich zu mir zurückführen, wenn deine Tochter sich weigert, anstatt deiner zu kommen. Als Pfand unseres Vertrages magst du dir nun eine Rose nehmen, die aber deine Tochter wieder mitbringen muss. Verweigert sie es, anstatt deiner zu kommen, und du musst selbst zurückkommen, so verdorrt die Rose.« So aufgefordert, schritt der Kaufmann wieder auf den Rosenbusch zu. Und dieses Mal fuhren keine Lanzen aus den Kelchen der Rosen. Aber als er die schönste brach, da hörte man einen leisen Klagelaut durch die Luft zittern. Als der Kaufmann sich wieder umwandte, war das Tier verschwunden, und wie er nun eilend mit der Rose in der Hand den Wundergarten verließ, schloss sich hinter ihm das Gittertor mit lautem Klirren. Wie betäubt wanderte der arme Mann zu seinem Schiff zurück, das am nächsten Morgen früh die Anker aufzog und heimwärts steuerte. Während der ganzen Fahrt war er schweigsam und in sich gekehrt, denn er mochte niemandem mitteilen, was ihm begegnet war. Er schauderte bei dem Gedanken, seine zarte, liebe Bella auf so lange Zeit in die Gewalt dieses furchtbaren Ungeheuers zu geben, denn wer konnte wissen, ob sie dessen Nähe nicht sofort tötete, und hatte das Tier nicht selbst gesagt, wenn Bella das Opfer unternehme, aber es nicht durchführen könnte, so müsste sie mit ihm sterben? Nein, 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 sein armes, teures Kind sollte nicht so unglücklich werden, und er beschloss daher, seinen Töchtern gar nichts von dem furchtbaren Erlebnis zu erzählen, sondern ihnen zu sagen, er müsse in diesem Jahr noch eine zweite Reise machen. Da wollte er dann zu dem Tier zurückkehren, um dort zu sterben. Seine Töchter würden dann glauben, er habe Schiffbruch gelitten und sei im Meer umgekommen, und würden eine Zeit lang um ihn weinen und trauern. Bella sollte aber nicht durch ihn leiden oder vielleicht gar mit ihm sterben. Als nun der Zeitpunkt herannahte, an dem der Vater gewöhnlich von seinen Reisen zurückzukehren pflegte, da schauten die Töchter eifrig von dem flachen Dach ihres Hauses nach ihm aus, wenngleich mit ganz verschiedenen Gefühlen. Manuela wurde an jedem Tag härter und liebloser gegen ihre arme Dienerin, weil sie hoffte, nun bald eine Sklavin zu haben. Sie wusste, welche harte Behandlung diese armen Wesen meist erfuhren und wie sie deshalb aus Furcht viel unterwürfiger und gehorsamer wären. Dass in dieser Behandlung eine Grausamkeit lag, bedachte sie nicht, denn sie hatte eben kein Herz. Angela sehnte sich nach dem Perlenschmuck und dem seidenen Gewand, um auf den Spaziergängen oder im Schauspiel die bewundernden Blicke der Leute auf sich zu ziehen. Nur Bella sehnte sich wirklich nach ihrem lieben Vater. So stand sie wieder einmal auf dem Dach des Hauses. Da sah sie eine Staubwolke sich nähern, und bald unterschied sie des lieben Vaters stattliche Gestalt auf seinem schönen Pferd, gefolgt von seinen Dienern und den Lasttieren. Schnell eilte sie hinunter, um die Schwestern zu rufen, aber die waren ausgefahren, und so lief sie denn allein, um die Pforte zu öffnen. Und als ihr Vater sich eben vom Pferd schwang, da lag er auch in den Armen seines geliebten Kindes. Aber die Liebe sieht scharf, und so bemerkte auch Bella gleich den tiefen Schmerz ihres Vaters Blick, als er sie küsste. »Vater, was ist dir?« rief sie erschrocken. »Warum siehst du so bleich und traurig aus? So habe ich dich seit dem Tod unserer teuren Mutter nicht wiedergesehen. O, sage mir, was bekümmert dich so sehr?« Dem Vater traten bei diesen Worten der geliebten Tochter die Tränen in die Augen, und er sagte, »Mein liebes Kind, die Reise hat mich dieses Mal mehr als sonst angegriffen, darum bin ich so blass. Ich werde eben alt. Und traurig macht mich der Gedanke, euch bald wieder verlassen und eine zweite Reise antreten zu müssen. Es sind Geschäftsangelegenheiten, die mich dazu zwingen. Und die du doch nicht verstehen würdest, wollte ich sie dir auch sagen. Aber nimm, was du dir gewünscht hast. Diese Rose ist so schön, als dass du mir teuer bist, mein liebstes Kind.« Schweigend nahm Bella die wundervolle Rose aus seiner Hand, die ihr die schönsten Düfte entgegenhauchte. Aber sie konnte sich nicht darüber freuen, denn es musste etwas sehr Schreckliches sein, was den Vater so trübe machte und ihn wieder von ihr trieb. »Vater«, rief sie laut weinend, »Vater, dann nimm mich mit, damit ich dich pflegen, für dich sorgen und deinen Kummer mit dir teilen kann.« In diesem Augenblick kamen die beiden anderen Töchter zurück, und sobald sie des Vaters ansichtig wurden, jubelten sie laut auf. Unbekümmert um seine kummervollen Mienen, auf die sie nicht acht hatten, rief Manuela gleich, »Wo ist meine Sklavin? Nun schicke ich die abscheuliche alte Dienerin gleich fort.« Angela aber forderte stürmisch ihr Perlenhalsband und ihr Prachtgewand. Dieser laute Empfang und die Bitten seiner beiden ältesten Töchter, ihnen ihre Geschenke zu geben, brachten den armen Mann wieder zu sich selbst. Nachdem er noch einen Kuss auf Bellas Stirn gedrückt hatte, raffte er sich auf und ging mit erzwungener Freundlichkeit auf das Geplauder und die Fragen von Manuela und Angela ein. Bella aber, die nur an ihres Vaters Kummer dachte und was wohl der Grund davon wäre, schlich leise in ihr eigenes Zimmer, setzte sich ans Fenster und schaute sinnend in den Garten hinab, wobei sie die Rose achtlos in der Hand hielt. Da fing die Blume plötzlich an, stärker als vorher zu duften, und dann erklang es aus ihrem Kelch mit einer feinen, sanften Kinderstimme. »Zieh hin, euch allen zum Glück! Lässt den Vater dort ziehen, kehrt er nie zurück.« Sobald die Rose dies gesagt hatte, sprang Bella auf und eilte zu ihrem Vater hinunter. Auf dem Gang dahin begegneten ihr die Schwestern, glücksstrahlend. Manuela ließ sich von der jungen Sklavin, die der Vater ihr mitgebracht hatte, die Schleppe tragen. Angela aber ging, um sich mit dem Perlenhalsband und dem kostbaren Seidengewand zu schmücken und sich dann im Spiegel zu bewundern. Beide spotteten über Bella und ihre Rose. Aber Bella beachtete das gar nicht, sondern eilte an ihnen vorüber zu ihrem Vater, den sie in Gedanken versunken fand. Bevor sie aber noch anfing zu sprechen, hob die Rose wieder an und sprach lauter als zuvor. »Zieh hin, euch allen zum Glück! Lässt den Vater doziehen, kehrt er nie zurück!« Da sah der Kaufmann, dass er der Macht des Tieres nirgends entgehen könne. Und auf Bellas Frage, was die Worte der Rose bedeuteten, erzählte er ihr den ganzen Hergang, sprach von der Furchtbarkeit des Tieres und schloss mit der Versicherung, dass er niemals seine liebe Bella dem schrecklichen Ungeheuer opfern werde, sondern fest entschlossen sei, selbst wieder hinzuziehen und zu sterben. »Nein, mein Vater, das darfst du nicht«, rief Bella aus. »Um mir die Rose zu bringen, bist du in Gefahr geraten. Meine Pflicht ist es jetzt, dich daraus zu erretten. Und traust du meiner Liebe zu dir so wenig, dass du meinst, ich könnte nicht 3 Jahre der schwersten Arbeiten und Entsagungen ertragen, um dich uns zu erhalten?« Jetzt sagte die Rose: »Halte mutig aus und wanke nicht. Tust du deine Pflicht, kehrst froh du nach Haus.« »So muß ich mich denn fügen«, sprach der Vater traurig. »Aber allein lasse ich dich nicht ziehen. Wenigstens gehe ich mit dir und will das Ungeheuer noch um Mitleid anflehen, dass es nicht zu hart mit meinem armen Kind verfährt. Geh jetzt schlafen, meine liebe Tochter, und auch ich will versuchen zu ruhen. Morgen wollen wir dann uns weiter über deine Abreise besprechen.« So trennten sie sich, der Vater tief traurig, dass er sein geliebtes Kind sollte ziehen lassen, Bella dagegen froh und glücklich, dass sie ihren teuren Vater erretten durfte aus der Gewalt des Tieres und vom sicheren Tod. In ihrem Zimmer angekommen, wollte sie sich wirklich zur Ruhe begeben. Da aber sagte die Rose: »In stiller Nacht, da niemand wacht, tritt die Reise an, im eilenden Kahn.« Bella horchte auf. »Soll ich jetzt schon fort?« fragte sie, und die Rose sagte noch einmal die Worte. Da fasste sie einen schnellen Entschluss, hüllte sich in einen großen, dichten Schleier ein, steckte den Ring ihrer verstorbenen Mutter, den der Vater ihr geschenkt hatte, an ihren Finger und sprach zur Rose, indem sie dieselbe an ihrer Brust befestigte: »Du, meine Rose, wirst mich führen und mir den Weg zeigen.« Die Rose wiegte sich auf ihrem Stängel, als ob sie ihr zunickte, und leise, aber zuversichtlich stieg Bella die Treppe hinab, um das Haus zu verlassen, als sie ein leises Weinen hörte. Erschrocken ging sie dem Ton nach und fand in einem Winkel am Boden kauernd und bitterlich schluchzend Manuelas bisherige Dienerin, welche die harte Schwester ohne Gold fortgejagt hatte und die nun nicht wusste, wo sie hingehen sollte. Bella tat das Herz weh über diese Grausamkeit ihrer Schwester. Sie eilte rasch noch einmal in ihr Zimmer, holte alles Geld, welches sie besaß, gab es der armen Dienerin und sprach: »Nun komm und begleite mich bis an den Fluss, denn ich fürchte mich, allein zu gehen.« Hastig durchschritten die beiden nun den Garten, dessen äußere Mauer an den Fluss grenzte, und kaum hatten sie das Pförtchen in der Gartenmauer geöffnet, so sahen sie ein kleines Boot mit schneeweißem Segel am Flussufer liegen, als ob es auf jemanden wartete. Das Boot war leer, aber ein seltsames Klingen tönte aus demselben herauf, ähnlich dem Klingen der Rose, und diese neigte sich leise nach dem Boot hin. Da sprach Bella zu der Dienerin: »Leb wohl jetzt, du treue Alte. Geh aber nicht wieder ins Haus zurück, sondern bleibe hier außerhalb der Mauer und geh in einen anderen Ort. Und sage niemandem, dass du mich herbegleitet und wie ich abgefahren bin. Ist 1 Jahr vergangen und du bist in Not, so wende dich an meinen Vater. Dann darfst du ihm getrost alles sagen und ihn in meinem Namen bitten, dich zu unterstützen, bis ich zurückkehre. Nachher nehme ich dich in meinen Dienst.« Noch einmal breitete sie dann die Arme aus gegen das Haus und rief: »Leb wohl, du teurer Vater, lebt wohl, ihr Schwestern. In 3 Jahren, so hoffe ich bestimmt, kehre ich zu euch zurück.« Da sprang sie in das Boot, das sogleich pfeilschnell mit ihr auf dem Fluss dahinschoss. Nach kurzer Fahrt erblickte Bella da, wo der Fluss ins Meer mündete, ein stattliches Schiff, an welches das Boot anlegte. Auch hier sah sie kein menschliches Wesen, und das Schiff schien, wie das Boot, von Geisterhänden regiert zu werden. Bella stieg hinauf und fühlte, dass es sich sofort in Bewegung setzte. Müde von der Aufregung ging sie in die kleine Kajüte hinunter, in der sie ein Ruhebett fand und auf einem Tischchen Brot und Wein. Nachdem sie etwas gegessen und getrunken hatte, schlief sie auf dem Ruhebett fest ein. Lange, lange musste sie so geschlafen haben, und wie sie nun erwachte, da wusste sie zuerst gar nicht, wo sie war. Als sie aber die Bewegung des Schiffes fühlte und um sich sah, da besann sie sich auf alles, was mit ihr vorgegangen war. Und nachdem sie wieder etwas Brot und Wein genossen hatte, stieg sie auf das Verdeck des Schiffes. Da lag dicht vor ihren Blicken, vom Sonnenlicht vergoldet, eine schimmernde Küste, an die das Schiff anfuhr. Bella stieg ans Land, und indem sie noch überlegte, wohin sie sich wenden sollte, siehe, da kamen 2 schneeweiße Tauben auf sie zugeflogen. Die hatten rosa Äuglein, rosa Schnäbel und Füße. Sie setzten sich auf Bellas Schultern und nickten ihr freundlich mit den Köpfchen zu. Erfreut über diese hübschen Tierchen, sprach Bella zu ihnen: »Ei, ihr lieben Täubchen, wollt ihr mir den Weg weisen?« Da breiteten sie ihre Flügel aus und flogen voran, sie aber folgte ihnen, so schnell sie nur konnte. Nicht weit war sie gewandert, da stand sie vor dem goldenen Gitter des Zaubergartens. Auch jetzt war das Tor weit offen, aber kaum war Bella den Tauben folgend hineingetreten, so schloss sich dasselbe hinter ihr mit großem Geräusch. Bella erschrak heftig, denn nun war sie gefangen und fürchtete jeden Augenblick, das Ungeheuer auf sich zukommen zu sehen. Aber sie drückte den Ring der Mutter fest an ihr Herz und dachte an ihren Vater, den sie ja retten wollte, und da bekam sie wieder Mut und ging weiter in dem Wundergarten, an dessen herrlichen Blumen und Bäumen sie sich gar nicht satt sehen konnte, immer den voranfliegenden Tauben nach. So kam sie an den Busch, von welchem Bellas Rose gepflückt worden war. Und siehe da, all die Rosen am Busch streckten sich nach der Blume hin, die Bella trug, mit freudigem Klingen, als wollten sie die Schwester begrüßen. Die Rose in Bellas Hand aber dehnte sich sehnsüchtig nach dem Busch zu, mit leisem Weinen. »Möchtest du gern zu deinen Schwestern zurück?« fragte Bella die Blume. Und als diese leise nickte, trat das gute Mädchen an den Busch und hielt die Rose an einen der Zweige, an dem sie auch zugleich festwuchs. Das war ein Singen und Klingen im Rosenbusch, und die nächsten Blumen beugten sich zu der zurückgekehrten Schwester und küssten sie. Bella aber ging weiter und blickte sich bei jeder Wendung des Weges scheu um, ob auch das Tier käme, aber alles blieb still. So führten die Tauben sie bis an ein kleines, mit Weinlaub umranktes Häuschen, und luden sie durch Zunicken mit dem Köpfchen ein, hineinzutreten. Das Häuschen hatte zwei kleine, niedrige, aber saubere Zimmer. In dem einen stand ein ziemlich hartes Ruhebett, ein kleiner Tisch mit einem steinernen Wasserkrug und einem Waschbecken und ein Stuhl. In dem anderen war nur ein Stuhl, ein Spinnrad und eine große Menge Flachs. »Wie gut ist es doch, dass Manuelas Dienerin mich spinnen gelernt hat«, dachte Bella und machte sich sogleich an die Arbeit. Nachdem sie mehrere Stunden gesponnen hatte und die Sonne hoch im Mittag stand, siehe, da stand auf ihrer Hausschwelle ein Tischchen mit einem einfachen Mittagsmahl, wie es in ihres Vaters Hause die Dienerinnen bekamen. Bella besann sich nicht lange, sondern griff zu und aß sich satt. Alles, was sie tat und was sie entbehrte, das tat und entbehrte sie für ihren teuren Vater. Nach dem Essen setzte sie sich wieder an das Spinnrad und spann, bis es dunkel wurde. Da kamen die Täubchen wieder und lockten sie in den Garten. Auf einer Bank vor dem Haus aber fand sie Brot und Früchte. Darauf geleiteten die Täubchen sie zu einem frischen Quell, neben dem ein zinnerner Becher stand. Bella schöpfte und trank, und das schöne, klare Quellwasser schmeckte ihr sehr gut. Aber sie war ermüdet und legte sich bald auf das ungewohnt harte Lager, auf dem sie aber herrlich schlief. Am nächsten Morgen stand sie früh wieder auf, kleidete sich an, kehrte und säuberte das Häuschen und setzte sich alsbald wieder ans Spinnrad. Wie am vorigen Tag, so riefen die Täubchen sie mittags und abends in den Garten, wo sie dann immer ihre ziemlich kärgliche Mahlzeiten fand. So verging ein Tag wie der andere, und wenn ihr auch von dem ungewohnten, anhaltenden Spinnen die Finger oft wehtaten und ihre Glieder vom langen Sitzen steif wurden, so verlor sie doch den Mut nicht, wenn es ihr auch schrecklich einsam zumute war. Von Tag zu Tag aber stieg auch die Furcht vor dem Tier, und immer glaubte sie, dass es sich nun einmal zeigen würde. Wohl einen Monat mochte sie schon in dem Wundergarten sein. Da lockten sie die Täubchen eines Abends etwas weiter in den Garten hinein. Wie erschrak das arme Mädchen aber, als sie mit einem Mal das klappernde Geräusch hinter sich hörte. Und wie sie sich umwandte, die furchtbare Gestalt des Ungeheuers auf sich zukommen sah. Sie glaubte, sterben zu müssen bei diesem entsetzlichen Anblick, und als sie schon den eisig kalten Wind fühlte, den das Tier mit seinen segelartigen Schwimmhäuten hervorbrachte, da schloss sie die Augen und streckte wie bittend die Hände gegen das Ungeheuer aus. Das blieb dann auch in einiger Entfernung vor ihr stehen und sprach: »Du hast recht getan, dass du kamst. Und wenn du dich jetzt auch so sehr vor mir fürchtest, so hoffe ich doch, dass die Zeit kommen wird, wo du nicht nur meine Nähe ertragen, sondern sogar Vertrauen und Zuneigung zu mir fassen wirst. Wenn du ausharrst und am letzten Tag erfährst und siehst, was du vollbracht, dann wirst du selbst dich der Stunde freuen, in der du herkamst. Jetzt hast du nichts weiter zu tun, als zu spinnen, und nur dann das kleine Haus zu verlassen, wenn die Tauben dich dazu auffordern, aber auch gleich wieder an deine Arbeit zurückzukehren, wenn sie dir das Zeichen dazu geben. Sobald dir dann eine andere Arbeit zufällt, zeige ich es dir selbst an. Sei getrost und unbesorgt. Solange du dich so sehr vor mir entsetzest, werde ich dir nicht oft erscheinen.« Damit wandte sich das Tier und entfernte sich langsam, während Bella noch ein banges Stöhnen aus seinem Munde zu hören glaubte. Wie gütig hatte das Tier zu ihr gesprochen, wie hatte es ihr Mut und Hoffnung gegeben, aber dennoch zitterte sie noch an allen Gliedern und fühlte noch immer den erstarrenden Hauch. Als das entsetzliche Tier an einer Biegung des Weges verschwand, da wurde ihr etwas leichter ums Herz, und sie beeilte sich, wieder in ihr Häuschen zurückzukehren. Dort legte sie sich gleich nieder und suchte sich mit dem Gedanken zu beruhigen, es sei doch besser, dass diese erste gefürchtete Begegnung mit dem Tier nun vorüber wäre. Ja, am anderen Morgen fühlte sie sich sogar froher und leichter. Sie wusste ja nun, was sie zu tun hatte, und während sie bisher still und schweigend ihr Spinnrad hatte schnurren lassen, hörte man sie bald, wie sie es zu Hause getan, bei der Arbeit singen. Oft auch fing sie an, den Tauben oder den Blumen und Bäumen von ihrer Heimat zu erzählen und von dem geliebten Vater und wie sehr sie sich danach sehnte, wieder zu ihm zu kommen. Dann wurde ihr ganz froh und leicht ums Herz und sie ging mit frischem Mut wieder an ihre Arbeit. Anders und sehr trübe sah es im Haus ihres Vaters aus. Als der am anderen Morgen bemerkte, dass Bella fort sei, brach er in lautes Jammern und Klagen aus. Da kamen Manuela und Angela herbei und fragten ihn, was es denn gäbe, worauf er auch ihnen alles erzählte, wie es ihm in Indien mit der Rose und mit dem Tier ergangen sei und wie er nun seine geliebte Bella verloren hätte und sie wohl nie wiedersehen würde. »Aber das ist alles nur Bellas eigene Schuld«, sprach Manuela kalt. »Warum wollte sie durchaus eine Rose haben, nur um sich vor uns auszuzeichnen? Nun mag sie auch dafür büßen. Das wäre noch schöner, wenn wir dich, unseren lieben Vater, um ihretwillen hätten verlieren sollen. Übrigens mag sie ja nur die 3 Jahre dort aushalten und arbeiten. Dann soll sie ja wiederkommen, wie dir das Tier versprochen hat.« Als der Vater bei diesen herzlosen Worten traurig das Zimmer verlassen hatte, sprach Angela zu ihrer Schwester. »Mir ist es ganz recht, dass die dumme Bella fort ist. Der Vater hatte sie doch immer lieber als uns. Und wenn er nun einmal stirbt, so erben wir beide sein ganzes Vermögen. Lass das ja den Vater nicht merken«, erwiderte Manuela. »Sonst zieht er am Ende gar der unerträglichen Bella nach. Und wir verlieren ihn auch noch.« So verstellten sich denn beide, schmeichelten dem Vater und klagten sogar zum Schein mit ihm um Bellas Verschwinden. Sie wussten ihn sogar so zu bereden, dass er ihr nicht sogleich nachzog, sondern erst, wenn er seine alljährliche Reise nach Indien machte, versuchen wollte, sie wiederzusehen. Das tat er denn auch. Als er aber an die Stelle kam, wo er im vorigen Jahr in den Wundergarten getreten war, da fand er statt des goldenen Gitters eine undurchdringliche hohe Dornenhecke. Traurig musste er wieder umkehren und glaubte fest, seine Bella für immer verloren zu haben. Vergebens suchten Manuela und Angela bei seiner Rückkehr, ihn aufzuheitern und ihm immer wieder zu versichern, dass Bella gewiss wiederkäme. Er wurde immer finsterer und einsilbiger und mochte sich auch um sein Geschäft gar nicht mehr kümmern. So kam es, dass er große Verluste erlitt und dass sein Reichtum bald sehr abgenommen hatte. Am Ende des 2. Jahres seit Bellas Verschwinden stand sein ganzes Vermögen auf dem Spiel, wenn er sich nicht noch schnell wieder zur Reise nach Indien entschloss. Manuela und Angela jammerten und weinten, dass der Vater sie in Armut und Unglück stürzen wollte, und das alles durch Bellas Schuld. Unfähig, sich zu entschließen, saß er eines Abends in seinem Zimmer in Gedanken versunken, als er auf ein Picken an seinem Fenster den Kopf umwendete und dort ein schneeweißes Täubchen bemerkte, das offenbar sich bemühte, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er öffnete sogleich das Fenster. Das Täubchen kam hereingeflogen, legte in seine Hand ein Rosenblatt und flog eilends wieder davon. Indem der Kaufmann aber das Rosenblatt betrachtete, erschien auf demselben für einen einzigen Augenblick das Wort Mut. Wie eine schwere Last fiel es da von seinem Herzen, denn er zweifelte nun keinen Augenblick daran, dass seine Bella ihm das Rosenblatt zum Trost geschickt habe. Als nun Manuela und Angela wieder allein waren, Da hielten sie sich darüber auf, wie der Vater so etwas glauben könne. Er habe die ganze Sache wohl nur geträumt, indem er am Fenster eingeschlafen war, und der Wind habe ihm zufällig ein Rosenblatt ins Fenster geweht. Aber sie waren sehr zufrieden, dass er reisen und sein Vermögen zu retten versuchen wollte. Sie konnten den Gedanken nicht ertragen, dass sie vielleicht arm werden und wohl gar arbeiten sollten. Die arme Bella wusste von dem allen nichts, denn das Tier selbst hatte dem Kaufmann ohne ihr Wissen das Blatt gesendet, um ihn aufrecht zu erhalten. Das erste Jahr lang hatte sie ja den Mut und die Geduld nicht verloren. Sie hatte fleißig gesponnen, und der Gedanke an den Vater hatte sie aufrecht erhalten. Der Flachs hatte bedeutend abgenommen, aber die immerwährende Einsamkeit, die anstrengende Arbeit, die Sehnsucht, sich wieder frei bewegen und mit Menschen verkehren zu können, dazu die ungewohnte, knappe Kost, dies alles zusammengenommen, schien ihre Kräfte verzehren zu wollen. Dreimal nur hatte sie das Tier in der Zeit gesehen, aber ihr Schrecken und ihre Angst vor demselben hatten sich noch nicht vermindert. Jedes Mal, wenn sie es nur von Weitem erblickte, zeigte sie ein solches Entsetzen, fing so heftig an zu zittern und zu beben, dass das Tier in der Ferne stehen blieb und, nachdem es wenige Worte zu ihr gesprochen, traurig stöhnend wieder fortging. Die Arbeit wurde der armen Bella immer schwerer, und sie fühlte, wie ihre Kräfte sie verließen. Konnte sie doch schon nur noch halb so viel Garn in einem Tag spinnen, als im Anfang ihrer Gefangenschaft. Sie wurde immer stiller und trauriger und konnte oft vor Weinen den Faden nicht sehen, den sie spann. Das freundliche Zunicken der Täubchen, das Klingen und Tönen in Blumen und Bäumen, all diese stumme Pracht befriedigte sie nicht mehr. Sie sehnte sich nach einem Wesen, mit dem sie sich aussprechen könnte. Wohl redete das Tier mit menschlicher Stimme, und nur sanft und freundlich hatte es bisher zu ihr gesprochen, aber seine furchtbare Gestalt, der eisige Hauch, der von ihm ausging, nein, sie konnte kein Zutrauen zu diesem schrecklichen Wesen fassen. Wieder hatte sie an einem Tag ihre Arbeit vollendet und war, gehorsam dem Ruf der Tauben, vor die Haustür getreten. Dort hatte sie sich, ohne die Abendmahlzeit anzurühren, auf die Bank gesetzt und den Kopf in die Hand stützend angefangen, bitterlich zu weinen. Da hörte sie neben sich ein liebliches Zwitschern, und eine zarte Vogelstimme sang ihr zu: halt aus und verzage nicht! Du rettest den Vater, tust du deine Pflicht! Bald ist halb schon verflossen die Prüfungszeit und am Ende derselben nur Freude bereit. Wie tröstend und ermutigend klangen diese Worte des Vögleins. Bella blickte auf, aber der kleine Sänger war schon fortgeflogen. Dagegen sah sie neben dem Brot und den Früchten einen Becher mit Wein stehen. Und kaum hatte sie einige Tropfen davon getrunken, so fühlte sie neue Kraft und neuen Mut. Entschlossen sprang sie auf, trocknete ihre Tränen und rief: »Mein lieber, lieber Vater, nein, deine Bella wird und darf nicht matt werden, sie muss dein teures Leben retten.« Nachdem sie noch ein Weilchen im Garten umhergewandert war, begab sie sich zur Ruhe und schlief fester und besser als seit langer Zeit. Am anderen Morgen fühlte sie sich wunderbar gestärkt, und nachdem sie sich angekleidet und ihr Schlafzimmer in Ordnung gebracht hatte, trat sie in ihr Arbeitszimmer. Aber wie hatte sich das verändert? All der Flachs, den sie noch glaubte, spinnen zu müssen, war verschwunden. Anstatt dessen stand ein Webstuhl, der im vollen Gange war und von einer unsichtbaren Hand regiert wurde. Sobald Bella herantrat, stand der Webstuhl still. Sie aber rief freudig aus: »Oh, ich kann weben!« setzte sich und fing an, mit geschickter und geübter Hand das Schiffchen durch die Fäden zu werfen. Es war, als ob die neue Arbeit ihr neuen Mut gab, und munter und flink arbeitete sie während der nächsten Tage. Dabei bemerkte sie auch zu ihrer Verwunderung, ja, zu ihrer Beschämung ihrem Verzagen gegenüber, dass die Gegenstände um sie her sich veränderten. Zuerst fühlte sie, dass ihr Ruhebett bequemer und weicher wurde. Dann nahmen all die Gerätschaften, die sie benutzte, feinere und zierlichere Formen an. Und bei ihren reichlicheren Mahlzeiten fehlte jetzt nie ein Becher mit stärkendem Wein. Aber laut auf jubelte Bella, als sie eines Morgens neben ihrem Webstuhl eine Gitarre an der Wand hängend sah. Gern hätte sie sogleich darauf gespielt, aber sie hielt es für ihre Pflicht, erst zu arbeiten. Am Abend aber, als die Tauben sie in den Garten riefen, da setzte sie sich auf die Bank vor dem Häuschen und spielte und sang all die Lieder, die ihr Vater so gern hörte und die sie ihm so oft hatte vorsingen müssen. Und wie sie so spielte, da kam ihr der Wunsch, dem Tier zu danken für die Freude, die es ihr bereitet hatte. Aber fast bereute sie im nächsten Augenblick diesen Wunsch wieder, denn schon hörte sie das gefürchtete Geräusch. Sie presste den Ring ihrer Mutter fest aufs Herz, gedachte des teuren Vaters und erwartete so, bebend und mit geschlossenen Augen, die Annäherung des Tieres. Wie immer blieb dasselbe auch jetzt in einiger Entfernung stehen und sprach: »Ich weiß, dass du mir danken willst, du gutes Kind, und deshalb komme ich zu dir. Glaube mir nur, gern erleichterte ich dir dein Los, aber ich darf es nicht.« Da fasste sich Bella ein Herz, öffnete die Augen und sprach mit leiser Stimme: »Du darfst nicht? Bist du denn nicht der alleinige Beherrscher dieses Gartens, nicht ein mächtiger Zauberer? Wie ist dein Name, und wie soll ich dich nennen?« »Nenne mich nur Tier, denn das bin ich. Einst war ich Mensch, wie du, aber ich wurde dessen unwürdig und muss nun als Tier, als verabscheutes Ungeheuer leben. Bis... Doch noch ist die Zeit nicht da. Noch darf ich dir nicht alles sagen. Du könntest mein und dein eigenes Los erleichtern, wenn es dir möglich wäre, Vertrauen zu mir zu fassen und meine Annäherung zu ertragen.« Bella schauderte bei diesem Gedanken, und zitternd schloss sie die Augen wieder. »Ich will dich nicht quälen«, sprach das Tier traurig, »und will warten, bis du selbst dich dazu entschließen wirst.« Dabei entfernte es sich langsam, noch ängstlicher stöhnend als sonst. Nachdem Bella sich von der ausgestandenen Angst wieder erholt hatte, ging sie ins Haus und suchte ihr Ruhebett auf. Aber sie konnte nicht schlafen, sondern musste immer an die Worte des Tieres und an seinen Kummer denken. Also früher war es Mensch gewesen, war in diese scheußliche Gestalt gebannt und sehnte sich nach Erlösung aus derselben. Und sie, das fühlte sie nun deutlich, konnte durch ihre Arbeit und durch ihr Entgegenkommen etwas zu dieser Erlösung beitragen. Als ihr dies klar wurde, da siegte das Mitleid in ihrem Herzen über die Furcht, und ein neuer Mut kam über sie. An diesem Abend hatte das Tier Bellas Vater durch die Taube das Rosenblatt zugeschickt. Von nun an verdoppelte sich ihr Eifer bei der Arbeit, und das Gewebe wuchs von Woche zu Woche. Im gleichen Maße aber wuchs auch Bellas Mitleiden mit dem Tier. Monate waren wieder vergangen, ohne dass das Tier ihr von Neuem erschien, und schon lagen auf dem Rasen des Gartens viele Enden Leinwand, die Bella fleißig begoss und welche die Sonne schon schneeweiß gebleicht hatte. Da fasste sie eines Abends nach getaner Arbeit den festen Entschluss, das Tier selbst zu rufen, und da sie nicht wusste, wie sie das anfangen sollte, so nahm sie ihre Gitarre und hub an zu spielen und zu singen, in der Hoffnung, dass es dann wieder erscheinen würde. Sie hatte sich auch nicht getäuscht, und als sie es kommen sah, warf sie ihre Gitarre fort, presste die Hände fest aufs Herz und eilte ihm entgegen. Auch selbst der eisige Hauch, der seinem Mund entquoll, hielt sie nicht auf. Da rief das Tier mit freudigem Ton aus, »Endlich!« Und wie sie nun ganz dicht vor ihm stand, da neigte es den Kopf, bis es mit demselben ihr Haar berührte, und aus seinen Augen flossen Tränenströme. So erschrocken Bella auch war, so besiegte doch das Mitleid jede Furcht in ihr, und sie weinte nur leise mit. Endlich hörte das Tier zu weinen auf und sprach, tief aufatmend mit weichem Ton, »Danke dir, Mädchen, die Erlösung beginnt. Wisse, dass in diesen Tränenströmen die Eisrinde hinweggeschmolzen ist, die mein Herz umschloss. Bald bin ich nun, bald bist auch du befreit.« Staunend hatte Bella diese Worte des Tieres, bei denen kein eisiger Hauch mehr von seinem Mund ausging, mit angehört. Als sie aber aufschaute, war das Tier verschwunden, ohne dass sie wie sonst ein banges Stöhnen von ihm gehört. Als sie am nächsten Morgen in ihr Arbeitszimmer trat, war der Webstuhl fort. Neben den vielen Enden Leinwand aber lag Nadel und Garn. Und Bella begriff sofort, dass sie die Enden nun zu einem einzigen großen Tuch zusammennähen sollte. Zu dieser Arbeit würden nur noch einige Tage nötig sein. Dürfte sie dann schon hoffen, zu ihrem lieben Vater zurückzukehren? Als sie an diesem Abend vor das Haus trat, wartete das Tier schon auf sie. Fast alle Furcht war nun geschwunden, und wenn auch noch mit klopfendem Herzen, so ging sie doch mit ihm in den Gängen des Gartens umher. Aber sie wagte keine Frage, wann sie frei sein würde. Als sie jedoch wieder an das Häuschen kam und das Tier sie verließ, da sprach es wieder die bedeutungsvollen Worte, »Bald bin nun ich, bald bist auch du befreit.« Bellas Herz jubelte bei dem Gedanken, dass ihre Heimkehr so nahe wäre. Am nächsten Abend war ihre Aufgabe gelöst, die Leinwandenden zusammengefügt, und sie sah keine neue Arbeit vor sich. Den ganzen Tag über war sie schon in einer großen Unruhe und Aufregung gewesen, und sie hatte sich zwingen müssen, bei der Arbeit zu bleiben. Als sie nun fertig war und vor die Tür des Häuschens trat, da wartete das Tier schon wieder auf sie und forderte sie auf, mit ihm durch den Garten zu gehen. »Es ist jetzt das letzte Mal«, sprach das Tier freudig. »Der Augenblick ist da, wo ich diese scheußliche Gestalt abwerfen darf. Vernimm aber erst meine Geschichte. Ich war der einzige Sohn meiner Eltern. Durch ihre zu große Liebe verwöhnt, wurde ich eigenwillig, rücksichtslos und verschwenderisch. Keinen Genuss wollte ich mir versagen. Meine Eltern waren reich, aber ich forderte nur immer und immer wieder Geld von ihnen, verlachte und verhöhnte sie, wenn sie mich ermahnten, und ließ auch dann von meinem verschwenderischen Leben nicht ab, als der Vater mir erklärte, dass sein Vermögen bald erschöpft sei und mich mit Tränen beschwor, mein Leben zu ändern. Aber ich wollte nicht, sondern tobte und schalt, bis mein Vater sein letztes Gut verkaufte und sich mit meiner schon kranken Mutter in ein ganz kleines Häuschen zurückzog. Nachdem ich aber auch dieses letzte Geld durchgebracht hatte, ohne mich darum zu kümmern, was aus meinen armen Eltern geworden sei, kehrte ich plötzlich in einer Nacht zu ihnen zurück, um meiner Mutter auch noch ihren Schmuck und die Diamanten, die sie noch aufbewahrt hatte, zu nehmen. Als ich in das Häuschen trat, war alles still. Im Zimmer brannte eine Lampe, und bei deren Schein sah ich meine Mutter, tot auf ihrem Lager. Der Vater kniete davor, Auch ihn hatte der Kummer und Schmerz getötet. Hier hielt das Tier inne. Tränen erstickten seine Stimme. Nach einer Weile fuhr es leiser fort. Ich, unmenschlicher, verworfener Sohn, warf nur einen kalten Blick auf die armen Eltern. Dann raffte ich den Schmuck meiner Mutter zusammen und verließ das Haus. In demselben Augenblick erdröhnte ein furchtbarer Donnerschlag, der mich zu Boden warf, und ich hörte eine Stimme, die mir zurief: »Das Maß deiner Sünde ist voll. Ein Ungeheuer von Undank bist du deinen Eltern gegenüber gewesen. Und ein Ungeheuer sollst du werden und sollst es bleiben, bis einmal reine Kindesliebe, die sich selbst für ihre Eltern freiwillig opfert, mit ihrer Liebe und Arbeit deine scheußliche Gestalt deckt. Eine Eisrinde soll dein kaltes, hartes Herz umgeben, und zwischen Gold und Edelsteinen sollst du namenlos elend sein.« Die Stimme schwieg, und ich war wie tot. Als ich wieder erwachte, da hatte ich diese scheußliche Gestalt und fand mich in diesem Garten, mit vieler Macht bedient von unsichtbaren Geistern, aber namenlos elend. So habe ich Jahre vertrauert und mein verworfenes Leben bereut und gebüßt. Und nun bist du gekommen und hast dich für deinen Vater geopfert, und deiner Hände Arbeit soll meine Missgestalt verhüllen. Als das Tier geendet hatte, waren sie am Ausgang des Gartens, und indem es Bella ihre Rose wiedergab, die es im Vorübergehen von dem Busch abgebrochen hatte, sprach es noch: »Nimm diese Rose wieder mit dir, zur Erinnerung an das Opfer, das du hier vollbracht. Solange du sanft und demütig bleibst, wird sie immer herrlich blühen. Und nun ziehe hin und sei glücklich mit deinem teuren Vater, der mit Sehnsucht deiner harrt.« Durch das geöffnete Tor des Gartens sah Bella das Schiff, welches sie hergeführt hatte. »Beeile dich jetzt, das Schiff zu besteigen, und sei gesegnet dafür, dass du mich erlöst hast.« Bei diesen letzten Worten des Tieres war Bella aus dem Garten getreten, und sofort schloss sich das Tor hinter ihr. Noch einmal blickte sie zurück, aber das Tier war verschwunden. Da eilte sie auf das Schiff zu, bestieg dasselbe, und kaum hatte es sich, von Geisterhänden geführt, etwas vom Land entfernt, so sah Bella dort, wo der Garten lag, ein Flammenmeer. Aus demselben erhob sich die Gestalt eines Greifes, in einen weiten weißen Mantel gehüllt, der ihn wie eine Wolke umgab. Die Gestalt winkte ihr noch mit der Hand zu und schwebte dann höher und höher, bis sie in den Wolken verschwand. Der flammende Garten aber wurde unter donnerndem Getöse von der Erde verschlungen. Bella verfiel in einen tiefen Schlaf. Daheim saß ihr Vater und harrte jeden Tag ihrer Rückkehr, denn die 3 Jahre waren vorüber und er hatte die Hoffnung nicht verloren. Es war still in seinem Haus geworden. Manuela und Angela hatten sich verheiratet und waren mit ihren Männern fortgezogen. Wohl hatten sie den Vater aufgefordert, mit ihnen zu kommen, aber er hatte es abgelehnt. Manuelas frühere Dienerin war zu ihm gekommen und harrte mit ihm auf Bellas Rückkehr, während sie ihn pflegte und für ihn sorgte. Als er nun eines Abends wieder sinnend am Fenster saß und in das goldene Abendrot schaute, da hörte er schnelle Schritte sich nahen. Seine Tür wurde geöffnet, ein Freudenruf, und sein geliebtes Kind lag in seinen Armen. Lange konnten beide vor Bewegung nicht sprechen. Dann aber musste Bella dem Vater und der herbeigeeilten Dienerin erzählen, wie es ihr ergangen, und von dem Tier und seiner Erlösung. Als der Vater ihnen die Freudenbotschaft zusandte, kamen auch die Schwestern aus Neugierde, um sich von Bella ihre wunderbare Geschichte erzählen zu lassen. Aber sie zogen bald wieder fort. und Bella führte mit ihrem Vater fortan ein stilles, glückliches Leben. Beide hatten ja erkannt, dass kein Reichtum das Herz befriedigen kann, sondern dass nur die Liebe, die keine Opfer scheut, sich selbst und andere beglückt.